Inos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Days Gone. Beim letzten Mal haben wir Boozer auf der Farm von Lost Lake angetroffen. Mir ist wirklich missfallen, wie er ja relativ zurückhaltend mit Boozer gesprochen hat. Oder sehr in sich gekehrt. Wir haben zwar uns vorgenommen, auf ihn zu achten. Aber das muss jetzt momentan erstmal ein wenig warten. Wir sind nämlich mit Skizzo in einer der Minen. Puh. In dem noch Sprengstoff gelagert werden sollte. Mittlerweile hier auf eigene Faust unterwegs. Das hier sieht aus wie der Schlafplatz derer, die wir hier nicht antreffen möchten. Es wurden nämlich bei der Gegenüberstellung von Iron Mike, unserer Wenigkeit und auch Skizzo mitgeteilt, dass hier schon mal zwei Leute waren, die allerdings verloren gingen. Ja, und was soll ich euch sagen? Sie wurden gefunden. Nur halt leider in einem relativ schlechten Zustand. Keiner von beiden kam lebend hier wieder raus. Der obligatorische Rückweg wurde versperrt durch einen, ja, Rutsch von Geröll. Also sind wir hier erstmal eingeschlossen. Man kann nur hoffen, hier wieder herauszufinden mit dem Objekt der Begierde und vor allem noch in einem Stück, wenn ich das mal so vorsichtshalber ja, hervorheben kann und darf. Wir haben den anderen Stollen jetzt mal abgedeckt, mal erkundet und jetzt können wir weitermachen. Siehst du? Hast du noch die Schlüssel? Ja. Hier. Nichts. Sie ist leer. Scheiße. Oh, entschuldige. Glaubst du mir nicht? Doch, das tue ich. Komm. Vielleicht ist alles an einem Ort. Dann sehen wir uns die andere an. Hier lang. Oh Mann. Gehen wir zurück und sehen nach, ob es noch einen Seitentunnel gibt. Ja, besser wär's wohl. Aber da kam ich ja gerade schon her. Skizzo, halt. Warte mal, hier stimmt was nicht. Was? Was meinst du? Das ist nicht der Weg, den wir gekommen sind. Was? Meinst du, stimmt. Wir sind hierher gewandert? Vielleicht bin ich verwirrt. Wir sind von da gekommen. Beim letzten Mal sind wir durch den Spalt gekommen. Hier bin ich mit euch eben gerade zurückgegangen und der Weg war noch dunkel. Oh shit. Aber ja, true. Wenn ich den jetzt gerade nicht gegangen wäre, zurück. Moment, warte mal kurz, verdammt. Das ist der Haupttunnel. Was? Das ist der Haupttunnel. Siehst du die Schienen? Da waren keine Schienen, wo wir rein sind. Was zum Teufel? Aber das sind meine Fackeln, verdammt. Wie sind die... Oh, da will uns jemand verscheißern. Los, hier lang. Halt, halt, warte mal eine Sekunde. Hier ist der Schlafplatz von den Freakern. Ich hab so ein mieses Gefühl. Wer zum Teufel ist hier? Komm raus! Zeig dich! Skizzo, nimm das Ding runter. Was erzählst du da? Wenn das Ding losgeht, ein einziger Schuss. Einer. Dann stürzen sich sofort alle Freaks in diesen Scheißtunneln auf uns. Du hast doch gesagt, die Tunnel wären um diese Nein, Zeit sicher. Was zum... Vorsicht! So treffe ich nicht! Verdammt! Verdammt, er hat die Schlüssel! Scheiße! Wo willst du hin? Er hat die Schlüssel, wir müssen ihn fangen! Warte, komm zurück! Verdammt, Skizzo, er entkommt! Wo bist du hin?
Wo bist du denn, du kleine Ratte? Verdammt, du kleiner Scheißer, komm zurück! Komm schon, du Scheißer, gib mir die Schlüssel zurück! Ah, er ist dahin gelaufen, wo ich den Schrott gesammelt habe. Komm schon, Junge. Smeargol war unartig. Das war's mit dir, du Mistvieh. Oh, damn. Jetzt haben wir den Zombie-Survival-Mode. Skizzo, nicht schießen! Was? Das erinnert mich sehr stark an Uncharted 1. Das war's für dich! Dass das kein Dicker ist. Verdammt, Skizzo, du hältst die ganze Mine auf uns. Ach, verdammt! Okay, okay. Was zur Hölle! Oder wenn das so weitergeht. Nein! Oh. Wie viel hat der Typ an Munition denn bitte dabei? Wir hatten das Ding auf 4%, okay. Ja, den nehme ich mir einmal kurz mit. Kleines Rohr, Schrott. Ja, komm. Von wegen, die Tunnel sind leer. Ich sagte doch, was passiert, wenn du hier rumballerst. Was soll ich denn tun? Steine werfen? Was du tun sollst, du könntest das nächste Mal einfach auf mich hören. Nimm das. Wie du meinst. Gern geschehen. Wofür? Deinen Arsch zu retten. Wärst du nicht weggelaufen, wäre das nicht nötig gewesen. Ah ja. Bringen wir den Scheiß jetzt zu Ende. Ja, ich bin bereit. Hier entlang. Ja, besser ist das wohl. Meine Güte. Alter, der Arm von dem Typen. Eddie sagt, als wollte ihm jemand die Tattoos wegbrennen. Das waren Ripper, oder? Willst du was Bestimmtes, Skizzo? Neulich war ein Drifter da. Er hatte gehört, dass die Ripper zwei Männer suchen. Mongrels, sagt dir das was? Tja, wie du siehst, trage ich immer noch die Kutte. Wir verstecken uns nicht, Skizzo. Wenn Carlos Boozer will, dann kann er ihn ganz einfach finden. Aber dann muss er zuerst an mir vorbei. Ist eine Ansage. Aber ich habe das Gefühl, der Schläger, der verbesserte Schläger, ist nicht so geil wie der mit dem Sägeblatt oder mit den Nägeln. Was habt ihr gemacht? Das muss lang vor dem Vertragsbruch passiert sein. Lang bevor ich... Weißt du, ich weiß es nicht und das ist mir auch scheißegal. Habe ich Ripper getötet? Na klar, habe ich Ripper getötet. Und nach allem, was sie Boozer angetan haben, lege ich diese verrückten Dreckskerle auch weiterhin um. Ja, und Carlos ist der verrückteste von allen. Du willst nicht auf seiner Liste stehen, Bruder. Was habe ich gerade gesagt? Es ist mir egal. Und ich bin auch nicht dein Bruder. Wie ich schon zu Iron Mike sagte, Carlos kann mich am Arsch lecken. Hey, ich wollte dich nur warnen. Du bist jetzt einer von uns, oder? Ja. Okay. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir passen auf uns auf.
Immerhin waren das von vorhin nicht allzu viele. Ein Mikrorekorder. Oh, ein Mikrorekorder. Hallo. Was macht da ein Nero-Soldat hier ganz alleine? 2073. Moment. Weil er das jetzt hier gerade wieder nicht abspielen will. Wie es schon mal der Fall war. 2073. Da. Die meisten Krabbler, das andere lese ich jetzt nicht vor, werden als Habitator Tectum klassifiziert. Ein wachsender Prozentsatz wird jedoch als Spelunca Tectum umklassifiziert. Protokollnotizangriff auf Leutnant Stewart scheint einen der ersten registrierten Vorfälle mit einem Beutekrabbler zu sein. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass der durch den GPS-Tracker, der ihm wahrscheinlich abhanden gekommen ist, hier nicht mehr einen Ausweg fand. Ach, hier ist sogar der Forscher. Ah. Den habe ich eben gerade gar nicht gesehen gehabt. Zanero war sogar schon hier drin. Schau einer an. Gut, und hier ist dicht. Dann zurück zu Skizzo. Das nehme ich gerne an mich. Mal gut, dass der Fahrstuhl nicht abgestürzt ist in den Schacht hinunter. Lass mal sehen. Ah, schick. Da wird sich der alte Mann aber freuen. Der Scheiß ist schwer. Möge eine Kiste reichen.
Wobei man braucht ja nicht alle Stangen für eine Mine oder für eine Höhle. Punktuell eingesetzt. Was erzählst du denn da? Du kennst den Alten. So wie ich. Ich mach das. Geht schon. Danke. Er glaubt, dass sein Vertrag mit den Rippern uns erstmal absichert. Das Problem, denen sind Verträge scheißegal. Der einzige Grund, warum sie noch nicht hier sind, ist, dass sie im Norden Copeland angreifen, das Hot Springs. Ja, ich weiß, ich war da. Du weißt also, wovon ich rede. Die Ripper kommen. Und Iron Mike, er wird es geschehen lassen. Er wird zulassen, dass die Freak-Menschen über uns kommen, wie eine rote Flut. Skizzo, das weißt du nicht. Ach ja? Komm schon. Sein Tageslicht so glücklich macht. Scheiße, noch eine Gemeinsamkeit, die wir teilen. Schon die zweite heute. Warte mal. Ja, komm schon. Immerhin keine Ripper. Hey Mann, meine Jungs waren ein bisschen. Okay, aufteilen. Wir umzingeln sie. Okay, pass auf dich auf. Ja, mach dir keine Sorgen um mich. Na los, Mann, wir sind harmlos. Das ist alles nur ein Missverständnis. Wir möchten, dass du dich uns anschließt. Wir könnten Hilfe gebrauchen. Wie klingt das? Und bleib du halt da, Skizzo. Ja, okay, dann geh du halt hier lang. Meine Güte. Warum nimmst du nicht die Waffe runter? Kommst du raus? Jetzt dein Ernst, Skizzo? Das verstehst du unter Aufteilen? Verarsch wen anders. Du hast meine Jungs ein bisschen heiß gemacht, ehrlich gesagt. Wenn du rauskommst, legen sie dich vielleicht nicht um. Was meinst du? Komm raus und rede mit uns. Hey Schwester, ich dachte, du wolltest reden. Tja, mehr habe ich nicht zu sagen. Aber das Argument war hieb- und stichfest, möchte ich mal sagen. Ach, Skizzo, Alter. Aufteilen ist auch nicht so deine Stärke, ne? Das war knapp. Hier stimmt doch was nicht. Vielleicht können wir das tatsächlich lösen ohne. Da war jemand. Ohne Schusswaffengewalt. Okay, einer steht noch am Bike und der Typ hier. Also ich muss sagen, der Schläger sieht echt stabil aus. Keine Frage. Aber das sieht eigentlich aus wirklich wie eine Kriegskeule. Könnte man schon fast sagen. Ein Streitkolben könnte man auch betiteln. Aber mit dem Sägeblatt oder mit den Nägeln kommt das einfach geiler. Das geht so, Junge. In jedem anderen Spiel wärst du schon aufgeflogen.
Komm, jetzt dreh dich mal um, Alter. Mach's nicht so spannend. Und Skizzo, hör auf hier, die NPCs zu verarschen. Ich hab was gesehen. Ja, was sagst du? Ja, es hätte fast geklappt. Na also. Ich glaube, das waren alle. Na los, wir müssen das Dynamit holen. Das müssen dieselben gewesen sein, die die Bikes ausgeschlachtet haben. Sie dachten, sie machen leichte Beute. Das war wohl nicht so leicht, wie sie gehofft hatten. Weißt du, ich sag's nur ungern, aber wir sind ein gutes Team. Wir beide. Dann sag es auch nicht. Hey, ich muss dir was sagen. Als du mit Boozer ins Camp kamst und Iron Mike euch empfing, mit offenen Armen, war für mich klar, dass der Alte langsam senil wird und weich. Okay, was willst du sagen, Skizzo? Weißt du, wir beide sind auf Augenhöhe. Das weiß ich jetzt. Du weißt wie ich, wenn Iron Mike nicht langsam aufwacht, ist das Camp bald geliefert. Okay, und was willst du damit sagen? Hey, ich gehe dir zwar immer schön auf den Sack. Ist mir klar, aber viele Leute wissen, was du getan hast. Für deinen Freund. Und natürlich auch für das Camp. Die Dinge ändern sich, Mann. Wenn Iron Mike demnächst in Rente geht, sollten wir beide, wir sollten das Camp zusammenleiten. Du und ich. Das Camp leiten. Darüber wolltest du mit mir sprechen. Hey, hör mir zu, verdammt. Hör mir mal kurz zu. Also, ich habe viele Freunde im Rat des Camps. Sie sind dabei. Und die meisten sagen, der Alte muss gehen. Ja, das ist Bullshit. Ricky würde dem nie zustimmen. Sie ist so und Mike wie vertraut der Alte dir, und... verdammt. Tja, das ist sein Fehler. Einer von vielen. Einer wird es nicht sein. Hey, wir tun alles, um zu überleben, Skizzo. Das weiß ich. Aber weißt du noch, was ich über Grenzen gesagt habe? Und einen Freund zu verraten, ist eine davon. Lieber den Alten als das ganze Camp. Denk mal drüber nach. Oh, shit. Ja, schwierig. Das Problem ist, dass sogar dem zugrunde liegenden Geäußerten von Skizzo eben gerade ein ganz klein wenig unter Umständen aus einem bestimmten Blickwinkel ausgesprochen es ja sogar Sinn ergibt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich dem anschließen würde aus moralischen Gründen. Nur in Gänze aus der Luft gegriffen ist das, was er sagt, leider auch nicht. Puh. Tja. Aber noch ist da in dem Punkto das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber ich habe da mal eine grundlegende Frage. Wir haben die Kiste gefunden gehabt. Wir hatten auch das Dynamit. Nur die Wege auf dem Haupttunnel waren versperrt. Wie also sind wir jetzt wieder aus der Mine rausgekommen? Ich würde mal, um es vorsichtig auszudrücken, sagen, da haben es sich die Entwickler ein wenig zu einfach gemacht. Ja, Skizzo, ich denk drüber nach. Scheiße, warum vertraut Iron Mike diesem Arschloch überhaupt und
Macht ihn dann auch noch zum Sicherheitschef. Ebenfalls eine berechtigte Frage, aber auf diese... Lost Lake Camp kommen. Deacon St. John an Iron Mike. Deke, du und Schizo, habt ihr ihn, den Sprengstoff? Ja, yeah, Mike, wir haben ihn. Schizo ist mit dem ganzen Zeug auf dem Rückweg. Hör zu, Mike, ich muss dir was sagen. Das ist gut, klasse. Aber er nützt uns nichts, bis wir eine Sprengschnur haben, das weißt du. Ich gehe unsere Unterlagen durch. Mike, hör mir zu. Schizo, er... Hey, was denn? Wolltet ihr euch wieder gegenseitig abknallen? Nein, Mike, aber er... Was sagst du jetzt? Er will das Camp leiten, Mike. Das hat er gesagt. Oh Mann, das weiß ich doch. Das hab ich dir doch schon erzählt. Schizo glaubt, ich sei Pazifist und führe uns in den Tod. Ich weiß, was er so redet. Mike. Dick, wie gesagt, Schizo hat so seine Probleme, aber... Das geht uns doch auch so. Danke, aber ich kann auf mich selbst aufpassen. Mike, Ende. Ah, scheiße. Okay. Mach dir deinen Weg, Iron Mike. Wie immer. Ich find's trotzdem löblich, dass Deacon es wenigstens versucht hat. Schizo. Wem mach ich was vor? Fehlt es wirklich? Was treibst du da? Merkst du Nero-Typ mit? Nein, noch nicht. Wie lange willst du dich von ihnen hinhalten lassen? Ist er nicht. Er kümmert sich drum. Das dauert halt. Setz nicht zu viel Hoffnung auf. Mehr sage ich nicht. Ja, auch das könnte wahr sein. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Heute möchte ich über Drogen sprechen. Also, ich mache mir nicht viel draus. Sie machen euch träge, unzuverlässig und stumm. 1996 wurde die CIA beschuldigt, in Mittelamerika mit Kokain zu dealen. Sie haben damit die Massen kontrolliert. Haben sich selbst ein Stück vom globalen Kuchen gesichert. Als ihm klar wurde, wie gut der Scheiß lief, tja, beschlossen sie, die Heimat ins Visier zu nehmen und den guten amerikanischen Steuerzahler Drogen abhängig zu machen. Sie brachten das Kokain mit dem Flugzeug aus Südamerika her. Fässerweise machten uns abhängig, hielten uns zufrieden und hei, hielten uns unter dem Stiefelabsatz der Reichen. Und oh, wie profitieren sie von unserem Elend? Sie macht Millionen, um ihre Geheimoperation zu finanzieren, während sie das Herz und die Seele dieses guten Landes vernichteten. Und zum Glück, endlich, liegt all das in der Vergangenheit. Jedenfalls für meine Leute. Bleibt clean, Leute. Bleibt am Leben. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Ja, hast du jemals einen Arm verloren, Cope? Dann würdest du dich nämlich nach einer Flasche Whisky sehen oder nach zwei oder drei. Und in der Zwischenzeit halt einfach dein Maul! Deacon, jedes Mal, wenn Copeland eine Durchsage macht, Alter, der geht ab wie ein Abi-Männchen. Holy shit. Der schreit ja auch wirklich rum. Wo ist Boozer? Ich weiß nicht. Was soll das heißen? Er war doch bei dir. Ja, das war er. Und dann ist er abgehauen oder sowas. Schizo, was laberst du da? Fass mich nicht an. Hey, er schnappte sich eine Flasche Whisky und sagte, er geht heim. Keine Ahnung. Und du, Arschloch, hast nicht mehr versucht, ihn aufzuhalten, ne? Hey, das haben wir. Aber manchmal muss man sie ziehen lassen. Der Mann ist einfach am Ende.
eine Sache, beziehungsweise zwei. Ich kann jetzt mittlerweile verstehen, warum er hinten ja diese Art von Gepäckträger gehabt hat, halt wegen der Kiste. Sehr praktisch, aber pottenhässlich. Und zum anderen muss ich jetzt erstmal sagen, diese Aufnahme ist auch schon wieder durch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Days Gone.